Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und gestern erzähle ich euch noch in dem Sprinter Video, dass ich auf die Teile warte von Modellbauregler.de und von der Firma Niebild. Und gerade eben klingelt der Postbote und die Teile sind da. Irre, super, ich mache mich auch gleich dran. Ich wollte euch nur Bescheid geben, dass es hier auch weitergeht und euch die Teile kurz zeigen, denn ein paar Sachen werde ich so nebenzu einbauen, das brauchen wir nicht in einem Video machen, denn ist ganz klar, die Videos kosten mich natürlich auch nochmal einen extra Zacken mehr Zeit, das kann ich nicht so nebenzu machen und ein paar Sachen, die werde ich einfach so mal nebenzu schon mal einbauen. Den finalen Einbau von den Modulen, von den Blitzern und so weiter, das machen wir gemeinsam, das zeige ich euch auch wieder, wie ich das verdrahtet habe, wie das angeschlossen ist und eingebaut ist. Aber solche Sachen wie Scheiben einkleben in die Türen ist, das mache ich so. Ich zeige euch mal, was alles gekommen ist. Fangen wir an. Ich hatte bestellt bei modellbauregler.de die Schaltungen im Endeffekt für das Licht. Und zwar habe ich einmal den Truck Profi 2. Mal gucken. Jawohl. Bestellt. Der ist echt klein. Ist auch wieder so Daumengröße. So schaut das ganze Ding aus. Es ist eine Anleitung mit dabei und der schaltet jetzt im Endeffekt Blinker, Blinker links und rechts, Warnblinkanlage und hat nochmal drei zusätzliche Kanäle für die Lichtsteuerungen. Also für meine Sachen, die ich jetzt hier machen möchte, absolut ausreichend. Ich habe mal noch mit dazu bestellt einen Mini-4-Kanal-Schalter 4x2 Ampere mit Memory-Funktion ist der, ist dieser hier. Das Ding ist noch kleiner, also ist so ein richtig kleiner Baustein, ist so ein bisschen kleiner sogar als die BECs. Und der schaltet im Endeffekt vier Kanäle und merkt sich aber die Position. Das heißt, wenn ich den Knüppel drücke dann, und schalte das Licht ein und lasse los, bleibt es an. Ohne Memory-Funktion bedeutet im Endeffekt, solange ich den Knüppel gedrückt halte, leuchtet das Licht, sobald ich es loslasse und der geht in die Nullposition, geht es wieder aus. Das wollte ich jetzt nicht. Das wäre jetzt zum Beispiel was, was man jetzt als Blinker verwenden könnte. Das gleiche Modul gibt es auch eben mit zweimal ohne Memory und zweimal mit Memory als Einbauteil und ich glaube noch einmal komplett ohne Memory-Funktion. Da könnte man jetzt solche Spielchen eben auch machen. Wie gesagt, ich habe mich jetzt einmal für den Truck Profi 2, das war die Empfehlung von Michael, vielen Dank hier nochmal, für den Sprinter und eben das andere Modul. Unter Umständen kommt der dann in den Dodge oder mal in ein anderes Modell. Wie ich das Ganze verdrahte, wie ich das Ganze anschließe, das zeige ich euch dann wieder. Das zweite Paket, das kam, ist von der Firma Niebild, von der Diane Niebild, www.modellbau-niebild.de. Und da habe ich einige Teile bestellt. Einmal hier den Sprinter-Scheibensatz. Schauen wir kurz rein. Hier habe ich, da ist eine Folie drauf, also die sind klar. Sind im Endeffekt die Scheiben für den Sprinter. Die sind einmal mit dabei, die werden nur von innen verklebt. Aus Erfahrung weiß ich nicht mit Sekundenkleber arbeiten. Der Sekundenkleber hat dieses Flussmittel drin, das dann ausdünstet und das macht in der Regel die Scheiben trüb. Hier werde ich auf einen ganz normalen Glasklar oder so zurückgreifen, der das in der Regel dieses Problem nicht hat. Dann war mit dabei, ich glaube, ihr könnt es schon gar nicht mehr hören, das Blitzermodul. So schaut es aus. Ich weiß nicht, ob man es in der Folie sieht. Ich kann es auch mal rausholen, wenn ich es aufbekomme. So eine Schere. Messer. Das ist das Blitzermodul. Es ist eine Anleitung dabei. Relativ ausführlich. Damit werde ich mich dann in Ruhe damit beschäftigen, wenn es soweit ist. Das zeige ich euch natürlich auch, wie ich das eingebaut habe, beziehungsweise wie es angeschlossen wird. Eingebaut ist relativ, das wird ja wahrscheinlich irgendwo bloß einfach unten reingelegt. Das hat jetzt mit Einbauen nichts zu tun. Eher das Anschließen ist, glaube ich, hier das Interessante, wobei mit der Anleitung, glaube ich, ist es kein Problem. Dann habe ich mitbestellt, es sind eigentlich Positionslichter. Ich verlinke unten alles, damit ihr genau wisst, ah, okay, das ist das und das Teil. Das wollte ich ja auch schon immer mal einbauen. Verlinke ich alles nach unten. Das ist ein Set. Positionslichter sind es, glaube ich, laut dem Katalog.
Ich nehme das jetzt her für die Frontblitzer. Sind viermal die Gläser mit dabei, sind die LEDs mit dabei und die Widerstände schon alles mit dabei. Ja, im Endeffekt ausfräsen, einkleben, anlöten und dann sollte das auch schon sitzen. Das werde ich so nebenzu mal machen. Dann habe ich mitbestellt für den Sprinter, ist auch unter der Kategorie Sprinter, sind die Rückleuchten mit dabei. Da ist jetzt alles Mögliche mit drin, also es sind zwei Fächchen, links und rechts. Und da ist jetzt mit, also es sind keine LEDs mit drin. Da kann man jetzt LEDs, SMDs, wobei es ist echt dünn, also die seitlichen Teile haben 1,4 mm. Ich brauche mal irgendwas zum Halten. Seht ihr das gar nicht? Also es ist mit dabei. Fangen wir mal an. Es ist eine Rückplatte mit drin. Dann ist ein Gehäuse mit dabei. Und dann sind die einzelnen Lampengläser. Und die sind echt schön gearbeitet. Die sind auch so geriffelt oben. Also richtig wie Lampenglas. Aber dieses Teil ist jetzt zum Beispiel das Rückfahrlicht und das hat eine Breite von 1,4 mm. Das ist halt echt dünn. Das ist auch das gleiche nochmal in Rot, hat auch 1,4 mm oder so. Der Blinker hinten und dann haben wir eine Dreierkombination. Das wird dann Bremslicht sein und Rückfahrlicht oder so ähnlich. Ich zeige es euch mal kurz hier. Ich habe übrigens die Anhängerkupplung oder das Zugmaul in der Zwischenzeit schon hingebaut. Also so schaut es ja im Original aus, Zugmaul. Muss ich ein bisschen ausfräsen, damit ich die Hänger nicht bearbeiten muss. So schaut es ja hier aus. Und genau diese Teile sind hier auch mit dabei in dem Set, das ich bestellt habe. Und wie gesagt, einmal für links und einmal für rechts. Und die muss man zusammenkleben, so wie ich das sehe. Und dann von hinten mit den LEDs bestücken. Sollte kein Problem sein. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, ich stelle mich nicht zu doof an. Und dann habe ich noch mitbestellt, weil ich mir dachte, kann man auch gebrauchen, vielleicht für die Seite oder für diesen Kasten hier, Positionslichter. Geht auch. Das sind so richtig kleine, so ein Päckchen, so ein Set. Ob ich die beleuchte oder nicht, das weiß ich noch nicht. Ich habe ganz, ganz kleine SMDs da, die da reinpassen würden oder dahinter passen würden. Muss ich gucken, ob ich das brauche oder ob ich das will, weil es ist natürlich nochmal, ja, ob das auch dazu passt an der Seite. Ja, irgendwann wird es vielleicht too much, aber jetzt baue ich erstmal die Sachen ein, die ich auf jeden Fall machen wollte. Wie gesagt, vorne werden jetzt die Blitzer mit eingebaut. Und die hinteren Leuchten und die Scheiben. Und dann bauen wir mal die ganzen Elektrikmodule mit ein und schauen, dass das Ganze mal zum Laufen kommt. Ja. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und dann bauen wir diese Teile ein. Ich freue mich.